Hallo, hier ist Helga und heute wollte ich mal über was anderes reden, nämlich wenn bei euch X-Mage auch so aussieht, dass die Karten alle furchtbar klein sind, hier unten an den Rand gequetscht, und der ganze restliche Platz kaum genutzt wird und man das auch nicht über die Settings hier GUI Size vernünftig in den Griff bekommt, weil sich diese Karten hier unten im Draft einfach nicht vergrößern lassen. Dann liegt das zum Beispiel daran, dass ihr eine sehr hohe Auflösung habt, zum Beispiel 4K, und dass, wenn ich den Bildschirm hier mal zeige, den ich vorbereitet habe, ich habe hier halt 4K-Auflösung und damit wird einfach der Draft-Bereich extrem klein. So, was man dagegen tun kann, ist, ich beende hier mal X-Mage. Und auch meinen lokalen Server. Yes. Was man dagegen tun kann. So, ich habe hier X-Mage als Verknüpfung. Wenn ich die Eigenschaften davon gehe, dann habe ich hier die Eigenschaften von X-Mage. Und man sieht hier, ich habe es auf Laufwerk D in einem Ordner X-Mage liegen. Und ich habe mir halt eine Verknüpfung rausgezogen aus dem X-Mage-Ordner und starte einfach dieses Java-Archiv direkt. Und wenn man sein Jar auf diese Weise direkt startet, dann wird nicht dieses Java, was hier mitgeliefert ist, benutzt, sondern der nutzt das Java vom System. Und da kann man tatsächlich was machen. Man geht hier auf C System in einem ganz normalen Explorer, Windows Explorer, mit der Windows- und E-Taste und sucht sich dann Laufwerk C raus und bei C Programme x86 findet sich Java und ich habe hier zwei Javas, da muss man ein bisschen gucken, wenn man da verschiedene Java-Versionen hat. Hier ist dann anscheinend auch nicht wirklich was drin. Gehe ich wieder raus auf Java. Hier gehe ich in die 180201 und dort finde ich im Bin-Verzeichnis, hier im Bin-Verzeichnis, hier sind viele Dateien und ich tippe jetzt mal ein Java. So, und das ist auch eigentlich nicht die Java-Exe, das ist eher die Kommandozeile. Es ist Java-W-Exe. Das ist das Java, welches Windows-Anwendungen erzeugt. Dort kann man rechtsklick, Eigenschaften. Und in den Eigenschaften gibt es Kompatibilität. Und im Register Kompatibilität gibt es hier unten den Punkt Hohe DPI-Einstellungen ändern. Und da klickt man dann nochmal drauf. Und hier gibt es bei diesen Fenstereigenschaften von Java hohe DPI-Einstellungen, gibt es die Skalierung überschreiben. Häkchen rein. Skalierung wird überschrieben durch System. Ausgewählt hier, ne? Auswählen, System. Okay. Kann man hier übernehmen und dann OK drücken. Und wenn ich jetzt XMate starte, dann sollte schon, genau, dann sieht man schon, der Startscreen ist schon größer. Und wenn ich jetzt hier, ich starte nochmal Client und Server, damit ich mich lokal anmelden kann, in meinen eigenen Draft, damit ich schnell joinen kann. Jetzt geht er wahrscheinlich erstmal, okay, unable to connect the server, ja, weil der noch am Starten ist. So, schauen wir mal. Mittlerweile noch nicht gestartet, sollte dann aber jeden Augenblick up and running sein. So, ich connecte mich gerade zu meinem Local Server. Localhost, das ist meine eigene Maschine. Jetzt ist alles deutlich größer, da kann man dann über die Preferences gegebenenfalls nochmal verkleinern, aber eigentlich ist das ganz okay, dass hier das Menü so groß ist. Ich starte eben mal ein Turnier mit ganz vielen Computern, die mit mir zusammenspielen, create und start. Your tournament has started. Und schon ist der Draft-Bereich deutlich größer. So, und auf diese Art und Weise kann man dann eben auch auf einem 4K-Bildschirm oder bei 2K fängt das ja auch schon an, ein bisschen klein zu werden,
hier einen deutlich größeren Bereich einrichten. Ich meine, ich hätte den Draft-Bereich schon auf Maximum, also das ist jetzt das Maximum. Wobei, wahrscheinlich ist es sogar so, wenn ich in meinen Windows-Desktop-Einstellungen, DPI-Einstellungen jetzt 150% oder noch mehr wählen würde, dass er die entsprechend dann auch nochmal vergrößert, weil jetzt das System diese DPI-Einstellungen vorgibt. So, das wäre es jetzt schon fast gewesen. Aber je nachdem, wie ihr euren XMage-Client startet, startet ihr den vielleicht über das Batch-File, was hier irgendwo mitgeliefert war. XMage, hier Start XMage-Batch-File, bearbeiten, nein, ja doch, bearbeiten, hier sieht man es. So, und der kann sein, dass der irgendwie hier im Start-Client oder hier im Windows 7 Start, dass der das andere Java mitstartet, welches mitgeliefert ist. So, und dafür geht ihr dann am besten auch nochmal hier unter, also im XMage-Ordner, wo ihr XMage ausgepackt habt, in Java, in das entsprechende Verzeichnis in bin. Und auch hier sucht ihr euch im bin-Ordner nochmal die Java-W-Exe, die Java-Windows-Exe. Geht auch dort am besten in die Eigenschaften und auch dort in die Kompatibilität, hohe DPI-Einstellungen ändern, Verhalten ändern und zwar überschreiben mit den Systemeinstellungen, okay, übernehmen, okay. Und so seid ihr einfach auf der sicheren Seite, egal wie ihr jetzt XMage startet, wird die richtige Java-Exe ausgeführt und dann entsprechend die Skalierung. Ah, ich habe es hier schon auf 150%. Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt, na, ich möchte es jetzt nicht ändern, das zerschießt mir wieder meinen kompletten Desktop, aber wenn ihr hier die Desktop oder die Skalierung noch weiter hochstellt, dann könnt ihr damit entsprechend wahrscheinlich auch noch die Darstellung in XMage beeinflussen. Ja, das war's schon. Viel Spaß beim XMage-Spielen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Draft. Bye bye.